Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu A Plague's Tale Requiem. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Magister, der angeblich, hoffentlich, eventuell da oben in diesem Turm sitzt. Aber, die Musik hat sich gerade ein bisschen verändert und ich glaube nicht, dass wir hier gleich so problemlos durchkommen. Vor allem hier ist eine Versteckmöglichkeit. Die wäre natürlich nicht hier, wenn wir sie nicht bräuchten. Ebenso diese hohen Gräser. Wie viele Menschen starben hier? Da wird an so einem engen Ort eingesperrt. Hat der Biss sie wohl alle erwischt? Sie wurden verdammt. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Wer ist Arno? Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Den Namen Arno hatten wir vorhin schon mal, oder in der letzten Folge schon mal gehört. Wir müssen ja nur, in Anführungszeichen, zum Turm. Was? Ach, ein Bogenschütze. Echt jetzt? Oh nein. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Verdammt! Och nö! Ich darf nichts machen! Ich durfte nicht. Ich hatte keine Möglichkeit. Okay, da sind Ratten. Ey, sorry, dass ich euch so direkt in den Krieg hier werfe. Aber ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden, weil ich theoretisch dahin muss. Kann ich Fackeln ausschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre natürlich 10 von 10, wenn die einfach ihre Fackeln verlieren würden. Aber ich muss, denke ich mal, wahrscheinlich auch einfach das anmachen und das anmachen und das anmachen. Dass wir da halbwegs durchkommen. Und so eine Kiste. Den würde ich jetzt ungern umbringen. Im besten Fall dreht er einfach ab. Und wir gehen unten lang und gehen zur Tür. Das sollte eigentlich funktionieren. Okay, er geht doch runter. Riecht das ausgeschossen? Sie sehen uns. Das lief fast gut. Maul halten. Ich will zu der Tür. Komm ich da durch? Ah, okay. Da hätte ich wahrscheinlich einfach einen Feuerkrug werfen müssen. Er ist wirklich im Turm. Okay. Und sie stürmen ihn bald. Wir machen das jetzt ganz entspannt. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Der ist ein Problem. Den würde ich. Frage ist, wenn ich den ausschalte, wissen dann alle anderen direkt, wo ich bin? Was war das gerade? Okay. Weil die ohne Helm kann ich ja einfach wegklatschen. Das ist ja kein Problem. Auf die kommt es nicht an. Frage ist halt, das waren ja gerade so 5, 6 Leute.
egal. Den habe ich nicht kommen sehen. Und wann und wie habe ich... Mann, dann frage ich jetzt. Hey du, hoch mit dir. Ja. Wann und wie habe ich die Ratten getriggert? Scheiße, lauf, lauf! Ratten, sie kommen! Ist okay, weil ich bin direkt am Feuer. Unbedingt lernen, wie ich Leute in Rüstung töte. Schön, dass die Leiche. Der ist von Ratten gefressen. Wie soll denn mit dem alles in Ordnung sein? Hier ist eine Leiche. Findet den verdammten Mörder. Okay. Was die Ratten sind, haben sie wohl nicht ganz gerafft. Ich lass mich nicht fressen. Einer, zwei, drei. Da oben ist noch ein Bogenschütze. Der Bogenschütze ist natürlich problematisch. Frage ist, wie krieg ich... Ich muss da einzeln rum. Ja, fuck. Ich hab keine Töpfe mehr. Das ist doch scheiße. Das ist gar nicht mal so einfach, Alter. Und deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Okay, Lukas, next try. Das ist unsere Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Die Ecke rechtsrum war vorhin einfacher. Schwefel, danke. Da ist einer drüben. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Hier war doch der Bogenschütze, oder? Findet Licht! Sie brechen los! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben... Da ist der Bogenschütze. Aber den hört doch hier drüben keiner, oder? Okay. Dann machen wir die Fackel an. Und theoretisch wissen wir ja, wo wir lang müssen. Die Fackel ist auch an. Ah, da unten läuft einer, den will ich eigentlich erst weghaben. Ungeziefer! Mich kriegt er nicht! Leuten die Fackel ausschießen, das ist so das eine Ding, was ich gerne noch machen würde, weil mit Fackel kommen die halt überall lang. So, ich muss das da hinten anmachen. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Das ist noch wichtig. Und rechts die eine Feuerschale. So. Und dann ist hier noch ein kleines Zwischenstück. Da würde ich das nehmen. Kommen. Oh.
Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Bin mir auch nicht so ganz so sicher, wie ich diesen Magister hier rausbekommen soll aus der Ecke. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Ja, richtiges Pietsmiet-Rätsel. Wie funktioniert das alles? Oh, Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z. Wie zum Z. Jupiter. Passt. Sehr Was gut. Jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars, das sieht auch gut aus. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das da. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt. Ich hätte ihn aussprechen lassen sollen, oder? Und fertig! Da stelle ich mir mal so einen alten Magister vor, der vor diesen Dingern steht und mit einer Steinschleuder die Tür aktiviert. Es ist ganz schön dunkel hier drin. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Magister Vodor, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers. Ist dies sogar deine Bestimmung? Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vodor. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir?
Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Sind die jetzt einfach da rausspaziert? Also den ganzen Weg rein, die müssen doch irgendwie wieder rausgekommen sein. Nun. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört, was ist? Er hat nicht gut reagiert, er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Okay, zum Metzgerviertel. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Haben wir das schon gesehen, das Metzgerviertel? Ich glaube nicht, ne? Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Die Insel, von der Hugo komische träumt. Gestalt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Noch mehr komische Gestalten. Mir gefallen diese Wachen nicht. Das Wetter ist ja auch scheiße. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Die Burg sieht krass aus, ey. Da müssen wir durch. Will ich Alles das? Alles klar. Bist du bereit? Na, ja, geht so. Gehen wir. Endet nicht gut. Das endet einfach nicht gut. Kann mir keiner erzählen, dass das gut endet jetzt. Ah, okay. Da sind immerhin noch Leute unterwegs. Na, immerhin. Die haben davon also noch nichts mitbekommen. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel. Der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Das ist schon eklig. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich. Ist das auch in vegan? Wenn ihr Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlecht machen. Da muss ich hin. Beeil dich. Wird schon alles gut. Ich muss ganz schön weit. Das finde ich nicht gut. Er ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Oh, ist das? Ist gesperrt. Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Aare. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Wo komme ich durch? Da ist eine Seitengasse. Ja, aber wie willst du da rein? Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Ja. Warte. Ich glaube. Ah. Ja. Smarter Boy. Hier lang, Amicia.
Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Das sieht alles andere als sicher aus. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein. Nicht nachdenken und nicht atmen. Nein. Ist auch noch knietief, ey. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So das ist schon Lebewesen, eklig. Die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Warum muss das stinken, Alter? Den Verstand. Ja, unangenehm. Ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Die Stiefel sind tatsächlich ruiniert, wie ja. Die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Voll, das ist ja richtig ekelhaft. Der Karren steht im Weg. Ich hasse den Karren. Wir müssen weiter. Ach, da sehe ich auch schon wieder Lichtquellen. Ah, da kommen die Ratten doch gleich. Ja. Wir brauchen Licht, und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Da muss ich hin, ne? Warte mal. Fleisch. Ja. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Da oben wollt ihr hin. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen löschen. Das ist doch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die wird das Feuer da anmachen sollen, oder? Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Gute Idee. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das heißt, das muss weg. Oh, warte mal. Das muss weg. Das muss weg. Und das muss jetzt weg. Das Feuer. Ja, das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuter. Wo sind denn die Bewohner hier? Oder? Da könnte weniger Chaos sein. Kiste. Danke. Alkohol, Schwefel und Stücke. Okay, was sind denn Stücke? Ich hab noch drei erwischt. Oh. Die haben sich ganz schön gewehrt. Was war da? Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die auch. Viertel. Hey, komm zurück, du Mist! Vorsicht! Nein! Scheiße! Na, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten. Wenn ich das Feuer jetzt ausmachen könnte. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie? Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Ich brauche Salpeter. Gib mir mal was. Da hast du wohl recht. Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Spiel verstanden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguish her. Das Extinguish. Sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguish. Alles klar. Fertig. Jetzt
Jetzt schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Verzieht euch! Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Komm ich da rein? Nope. Okay, ich muss wahrscheinlich... Gehen die dann nach hinten? Na! Vom Leib, klar! Runter, da ist noch einer! Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten! Scheiße, ich mach die Tür einfach nicht! Ich mag diesen Extinguish-Bums. Kann ich an denen vorbeilaufen in der Zeit, während die fressen? Ja, ne? Ja. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar. Warum fressen die den nicht? Wie kann man nur so dumm sein? Der hat keine Fackel mehr. Fresst ihn. Ach, weil die andere noch an ist. Du schießt noch mal. Ach, scheiße. Okay, ich hätte die beide ausmachen müssen. Ihr seid bestimmt da drüben. Verstecken wir uns. Tschö. Ihr Schafköpfe, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Wir müssen ra- bleib weg. Ihr seid bestimmt da drüben. Er kommt her. Kann er aber nicht. Die sind garantiert hier entlang. Bleib in Sicherheit. Da seid ihr. Oh nein. Ich will nicht. So viel dazu. Das Stadttor. Endlich. Was geht auf? Bleibt im Licht, um jeden Preis. Oh nein, sie verlassen die Stadt, um der Kräutergrund. Sag nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt. Hey, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Das hört nie. Ja, davon gehe ich mal nicht aus. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Was ist denn hier drin? Ey, Arsch viel, geil. In einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Oh, bessere Ausrüstung, geil. Soldaten. Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann, okay, ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Es ist so asozial. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Hilfe. Hilfe. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Rennen. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Ich bin direkt hinter dir. Oh, geschafft. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst Ach, du jetzt? Insel. Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr Wald sein. Ich sehe da vorne ja auch so schon Licht, nicht wahr? Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hm. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Geil, das machen verbessern. Wir jetzt noch. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Wo ist eine Werkbank? Wie wird hier eine Werkbank definiert? Bist Warte, du ein... ich möchte mir die Werkbank ansehen. Bist du eine Werkbank? Du bist keine Werkbank. Du, da hinten bist eine Werkbank. Ah. Okay, was können wir denn hier machen? Ich habe sogar ein Werkzeug.
Schleuder plus, Alchemie plus, Ausrüstungs plus. Ein weiterer Ring in ihrem Gürtel ermöglicht es Amicia, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Zum Zerlegen von... kann ich Sachen zerlegen? Der schleudert weniger Lärm. Sofort intuit. Ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Auch nicht schlecht. Nicht genug Material. Okay, wir haben nicht genug Material für irgendwas, aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine leisere praktisch. Waffe. Nice. Cool. Und damit verabschiede ich für heute. Denn das war's mit Folge 4. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.